Ja, die CAW ist alle siegreich. Zumindest hat kein. Ja, gut, Crazy Omega hat verloren, aber den habe ich ja nicht gespielt. Rey Mysterio gegen Jeff Hardy. Namrei gegen K-Match des Tages. Ein Tag Team Match. Youngblood und Zack Ryder gegen Zed und Sid Vicious. Ja, beide von der Money Inc. Und der Great Muta gegen Drew McIntyre. Womit fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, erstmal die Matches des Tages. Namrei gegen Kane machen wir mal als erstes. Bevor sich die Matches des Tages, die ja eigentlich immer das Highlight sind, weil ja da immer was passiert. Youngblood und Drew McIntyre, sag ich schon, und Zack Ryder. Das kann doch nichts werden. Oh, Kane kommt ganz gechillt zum Ring. Wer taucht jetzt auf? Wer taucht jetzt auf? Big Show! Ich dachte, das wären Kollegen! Ich dachte, das wären Kollegen. Aber wie passt einer wie Big Show überhaupt unter den Ring? Ich meine, der könnte den Ring ohne Probleme von unten anheben und wegtragen, aber dass er da drunter passt. I think it's safe to say, King, that he's not at 100% after that brutal assault before the match started. Yeah, I think that's safe. So, aber erstmal wird Kane in den Ring befördert. So, und das Match ist jetzt offiziell gestartet. Zwischen den beiden steht es 1-1. Einmal dieses super spannende Match. Und das war es schon. Dank Big Show gewinnt Namrael hier. Zwar nicht in Rekordzeit, ich glaube, die Rekordzeit war mit El Scorpio. Der Gegner kam einfach in den Ring, hat DDT abbekommen und Ende Gelände. Was passiert hier nach noch was? Na, womit steht es jetzt 2 zu 1? Ja, Kane kann es nicht fassen. Und Big Show geht jetzt auf beide los. Das kennt Namrael doch sehr gut. Das war damals mit Zack Ryder und Kevin Nash dasselbe. Ja, vielleicht hatte er das ja extra so geplant, dass er nicht so lange warten muss. Ja, auf zum zweiten Match des Tages. Youngblood, Zack Ryder, Zed und Seed. Will ich beide spielen? Will ich nur einen spielen? Ach, ich gehe einfach ins Match. Entscheidung spontan. Aber der Money Inc. sind mehr als nur Zed, der Dragon Warrior und natürlich der Million Dollar Man. Sid ist auch dabei und ich glaube Booker T auch aktuell. Weil er stand, dass die beiden ein Tag Team gründen könnten. Glaube ich zumindest. Ja, passiert was am Anfang? Nein. Oh, lass mal die beiden Streithähne da im Ring mal von der CPU steuern, also Zed und Youngblood. What a combination. You just don't know what's coming next. Okay, warum geht er jetzt nach unten? Na, Zed verdreht erstmal Youngblood richtig schön den Arm. Und Aufgabegriff. Ja, das wird doch nichts. Das kann sich Zed doch eigentlich denken. Gibt es mal die Schläge gegen Zed. Aber schöne Kopfschere, Huracanrana, Frankensteiner, wie auch immer. Von Zed, jetzt gibt es wieder einen Aufgabegriff. Aber auch klar, dass Youngblood ihn nicht aufgeben wird. Ich bin mal gespannt, wann Zed denn meint, hier Sid einzuwechseln. Ja, vielleicht macht das ja gleich schon. Ja, und da gibt's den Tag.
mitsamt Tag Team Manöver in die Ringecke. Ich glaube, Youngblood hat noch überhaupt keine Peilung, was hier überhaupt los ist. Body Slam. Und Backbreaker. Ja. Side Backbreaker. Jetzt darf Sid erstmal eine Runde laufen. Ja, da sollte eigentlich ein Shoulder Block raus werden. Ja, und Youngblood hebt ihn da akkurat hoch und lässt ihn auf den Boden fallen. Und Body Slam von Sid plus Schläge. Ja, Whip in gekontert. Aber das Ganze Sid auch, wird aber dafür erstmal nur rüber gefegt. Ja, sollte eigentlich eine Clothesline folgen. Aufgabegriff von Youngblood. Ja, und was kommt jetzt? Er verdreht ihm den Arm und haut ihn auf selbigen drauf. Und nochmal ein Body Slam. Plus die Schläge auf den Schädel. Ja, Youngblood mit dem Konter. Oh, was kommt jetzt? Ich dachte, das ist ein Neckbreaker. Es wird einfach nur ein Schlag. Ja, einfach nur ein Schlag. Ja, apropos Schlag, den hat Youngblood hier jetzt auch gelandet. Bekommt aber eine krachende Clothesline ab. Und da gibt es nochmal den Body Slam. Das ist, glaube ich, seine Lieblingsaktion. Ja, Youngblood hier mit dem Konter und zeigt dieselbe Aktion. Hier gegen Sid. Running DDT. Aufgabegriff. War klar, war klar. Dass das nicht hinhaut. Und da gibt es einen Clip in die Kniekehle. Ah, Youngblood mit dem Konter. Auch Sid kann kontern. Running DDT. Und da darf Youngblood erstmal richtig krachend in die Ecke rennen. Aber zeigt hier diesen angetäuschten Neckbreaker-Schlag. Und wieder Clothesline gegen Youngblood. Das kontert noch ganz gerne diese schönen Strong Moves. Und jetzt gibt's den Tag mit Zack Ryder. Und sogar Zack Ryder kann sogar eine Aktion hier richtig schön durchziehen. Ja, komm schon, los. Ah, das doch nicht. Backdrop. Und Sid geht erstmal noch weiter auf Youngblood los. Geht jetzt wieder in den Ring. Clinch. Zack Ryder, du alte Kontertunte, du. DDT von Zack Ryder. Ich glaube, Sid kommt mit diesen schnellen, konterreichen Leuten irgendwie nicht so ganz zurecht. Auch wenn das jetzt eine sehr gute Aktion war. Running DDT. Und auch er darf krachend in die Ringecke. Bekommt auch ein... Nein, bekommt er nicht. Zack Ryder kann sich nochmal auswinden. Kommt aber dafür eine krachende Clothesline ab. Krachender als ihm lieb ist. Aber auch er bekommt den Body Slam ab. Aber er zieht Sid die Beine weg. Und es werden erstmal die Arme verdreht und Schlag auf selbigen.
Ja, und das Knie. Und ein Body Slam. Ah, da rennt er nebenher. Ja, Konter von Zack Ryder. Der verzögert seine Aktionen immer so herrlich. Der lässt sich immer sehr lange Zeit in den Griffen. Ja, Spear und Flying Clothesline hier. In einem. Aber lass uns nicht unterkriegen. Augen, Piekser. Gegen Youngblood und Whip in. Und der Wechsel mitsamt Double Team. Schlag in die Rippen. Ja, und Youngblood wechselt zu Zack Ryder. Ja, Zack Ryder in diesem Match bisher recht positiv aufgefallen. Also sehr viel, sehr gute Aktion gezeigt. Oh, schöner Move von Zed. Will hier gar nichts anbrennen lassen. Na, Konter von Zed, wollte ich gerade sagen, von Zack Ryder. Sehr viele Leute mit Zed hier. Zwei Stück nämlich. Einmal Y und einmal S. Ah, ich schätze mal, Zacky will wechseln. Nein, da kann Zed kontern und setzt jetzt erstmal Zack Ryder oben auf Seil, wird aber auch gekontert und nein, der Flying Rough Raider oder Super Rough Raider oder wie er das Ding so immer nennt, wird gekontert. Aber was heißt gekontert? Er hat einfach nur nicht getroffen. Neckbreaker und Whip in. Er will wahrscheinlich Sid wieder ins Rennen schicken. Und schickt da jetzt Youngblood wieder ins Rennen. Ach, das will ich doch gar nicht. Ja, und die Schulterstöße. Ja, und da kommt, soll der Finisher kommen. Ja, er hätte mal das Cover anbringen sollen. Youngblood hat nämlich auch, glaube ich, soweit ich hier sehe, seinen Finisher voll. Das ist, glaube ich, nicht so pralle. Gerade für das Team Money Inc. Ja, und der Tag. Ist klar, Zed will sich ja auch hier nichts einfangen. So, und die kam der Kick. Ein Leg Drop. Und das Cover. Eins, zwei, nein. Da konnte Zack Ryder den guten Youngblood noch helfen. Und da kommt der Finisher von Youngblood. Ja, da war Zed jetzt aber mal überpünktlich. Was macht Zack Ryder da? Er rollt ein, was soll das bringen? Das bringt gar nichts. Weil er nicht der offizielle Mann im Ring ist. Da sollte eigentlich ein Schulterstoß kommen. Ja, und da ist Zack Ryder wieder im Ring. Der darf jetzt erstmal eine Runde laufen. Ein Roller. Ja, und wieder kam Zed pünktlich. Neckbreaker jetzt von Sid. Ja, Schlag in den Magen.
Whip in die Ringecke zu Young Blood. And he tags out. Und die Double Team Aktion mit am Tag trägt Früchte. Besser gesagt, sie kommt zum Erfolg. Ja, die Rippchen von Sid sind angeschlagen. Zumindest habe ich das so als Gefühl, weil er sich hält. Kommt noch eine Klausel ab, da stand Youngblood ja schneller, als man gucken kann. Einmal diese schnellen Hayopais hier. Ja, schöner Neckbreaker. Und Aufgabegriff. Ey, das... Ah, Ropebreak. Ey, das gibt's nicht. Er tritt drauf ein, aber... Es klappt nicht. Genauso wie das Kontern. Das klappt hier komischerweise auch nicht mehr. Fragt mich bitte nicht, wieso. Es ist halt so. So, jetzt kriegen erstmal hier Zack Ryder einen Schläger ab. Hier muss ich mal Wut an ihm auslassen. Konter. Und ein Flapjack. Ja, Zack Ryder ist in der Hinsicht ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Ach, noch vor eins kommt Sid wieder raus und es gibt einen Hot Tag. Und Zed, ja doch, Zed. Zed haut erstmal alles kurz und klein. Was hier im Ring ist. Ja, hallo? Du sollst schon wechseln. Ja, jetzt will ich auch nicht mehr. Ich wollte meinen Finisher machen. So. Und die Kooperation Money Inc. gewinnt erneut. Wo ja der Dragon Warrior auch mit drinne ist. Was passiert denn hier nach noch was? Nein, komisch. Okay, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon.